أفقات النور تجلت وشموس السعد أطلت وليالي الأنس تنادي أهلي صحبي خلاني خفقات ما أحلاها بشرى تسقي مسعاها بتخرجنا نلقاها غنت فيها ألحاني أبواي إليكم أهدي فرحا في الروح يلبي آمالا أنتم فيها غيم يسقي وجداني فلكم طال الجهد وكم قاسى قلبي وتعلم حتى فاح الروض ولاح المجد على أوطاني أعواما مرت عشناها أياما لسنا ننساها واليوم نلبي لنداها بشهادات وتفاني بشهادات وتفاني نرفع رايات البشرى ونرتل شكرا تترى الكل يهني فخرا مجدي عزي عنواني بوحي يا كل لآثار ذكراك غيث مدرى اليوم رحيلي يحتار والشوق هما بجناني ودعنا أعذب أيام مرت بنجاح وسلام وسنهدي كل الأوطان راية خير وأماني راية خير وأماني خفقات النور تجلى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Spender, hallo. Salam alaikum, wie ich schon sagte, an alle Muslime und ein freundliches Hallo an alle nicht-muslimischen Helfer. Dieses Video ist wieder mal eine Spezialinformation für euch. Und zwar über ein gewisses Ding, das wir Spezialspende nennen. Die Spezialspende, ein gutes Beispiel dafür halte ich gerade in der Hand. Ihr wisst ja, wir haben 42 Projekte in 22 Ländern. Handys ist keins unserer Projekte, aber wir kommen nun zum springenden Punkt. Wir haben 42 Projekte in 22 Ländern. Durch euren Verwendungszweck entscheidet ihr genau, wohin eure Spende geht. Es gibt jedoch inzwischen einige Spender, die wohl sehr viel nachgedacht haben und jedes Mal bringen sie uns ein wenig zum Schmunzeln. Und natürlich auch, subhanallah, sie bringen uns dazu, dass wir für sie Dua machen, aber natürlich machen wir für alle Spender, inshallah, so viel wie wir können Dua. Aber diese Spender, man merkt schon wirklich, sie haben sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht, Allahu Akbar, wie sie den größten Lohn vielleicht mit erhaschen können. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Ein Spender und seine Ehefrau ruften uns an. Der Mann rufte mich an, die Frau rufte die Leiterin unserer Schwestern an. Und gleichzeitig, die beiden, die uns angerufen haben, sind ein Ehepaar. Und gleichzeitig wurden wir kontaktiert, ob unsere Handys denn funktionieren und ob unsere Handys denn laufen und ob unsere Handys denn mehr geschäftlich oder mehr privat genutzt werden. Wir haben dann gesagt, ja, also der Leiter von Brüdern, Leiter von Schwestern, wir haben gesagt, wir haben eigentlich kein Privatleben mehr, es wird eigentlich hauptsächlich geschäftlich genutzt. Die haben gesagt, okay, eure Handys werden geschäftlich genutzt? Wir haben gesagt, ja. Dann sagt er, okay, ich schicke euch das ganz neue hier Samsung, was ist das überhaupt hier, S6 oder so. Ich bin nicht so ein Profi mit Handys. Ich schicke euch dieses Handy, wahrscheinlich ihr kennt euch besser aus als ich. Ich schicke euch das ganz neue Samsung so und so. Und der Leiterin unserer Schwestern auch. Sagt er, ich will diese Hesse nicht, dass ihr mit diesen Handys telefoniert, subhanallah. Sagt er, und du bist ja auch viel auf Reisen, Bruder, ne? Ich sage, ja. Er sagt, okay, ich schicke dir noch so eine Hülle mit Panzerglas, damit das nicht kaputt geht. Subhanallah, ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, diese Hülle mit Panzerglas, irgendwie muss ich so einen Stift haben, um das aufzumachen und drauf zu machen. Ich habe das Handy jetzt seit 2 Tagen in Betrieb. Allahu Akbar. Das Handy vorher war auch noch am Auseinanderfallen und dieses Handy jetzt ist viel besser. Subhanallah. Was ich euch sagen will ist, dieser Spender hat durch diese Spende mit dem Handy, hat er seinen Finger in alle Spenden reingesteckt. Weil ich bekomme am Tag ca. 50 Anrufe, dann kannst du nochmal draufrechnen, 50 WhatsApp-Nachrichten, dann kannst du nochmal 10 SMS drauf erzählen und was natürlich, und die gehen über alle Projekte. Und was natürlich dazu kommt, ist, wenn ich unterwegs bin, dann arbeite ich mit diesem Handy. Ja? Dieser ganze Lohn geht inshallah auf ihn und gleichzeitig, seine Frau hat sich den ganzen Lohn von den Schwestern mitgeschnappt und das sind alle Projekte, das ist also eine wahnsinnig schlaue Spende. Es rufen Spender bei uns an, die haben uns gefragt, was sind eure Serverkosten von eurer Website?
Ich habe gesagt, Allahu alam, ich muss mal nachrechnen. Ich glaube, wir haben zwei so Server. Ich glaube, das sind 120 Euro im Jahr, 240 Euro im Jahr. Das sind jetzt ungefähre Zahlen. Der Spender hat gesagt, okay, ich sichere mir die nächsten 10 Jahre im Voraus. Ja, sichere ich mir die. Andere sind angekommen, haben gesagt, eure Videoschneider, eure Videocutter, wie viel kostet ihr Programm? Wir haben gesagt, das Programm kostet XY dieser Betrag. Okay, sichere ich mir. Das heißt, es fängt langsam an, dass sich die Spender an Zahl sozusagen unter den Nagel reißen. Ja, also die sichern sich alles, was mit Ansar zu tun hat. Und ich kann euch sagen, das ist natürlich eine extrem schlaue Spende und wir nennen das Spezialspende. Es gibt gewisse Dinge, die noch offen sind, sich die zu sichern. Zum Beispiel gibt es Dinge, die offen sind, sich die zu sichern, wie unsere Bürokosten. Ja? Wir haben ja unsere Büro und da arbeiten momentan ungefähr 12 Mitglieder von uns mit regelmäßigen Arbeitszeiten. Natürlich kommen immer wieder mehr rein und raus, aber mit regelmäßigen Arbeitszeiten ungefähr 12. Und zurzeit, und wir nehmen übrigens gerne noch Leute auch im Büro auf. Wer bei uns im Büro arbeiten will, fissabilillah, ist gerne willkommen, soll sich bei uns melden. Unsere Büromiete zum Beispiel ist noch offen. Ihr seht hier im Hintergrund unser Lager. Unsere Lagermiete ist noch offen. Die Jungs beladen jetzt hier gerade mit ihrem Schweiß, mit ihrer Kraft, beladen die jetzt gerade hier in ihrer Freizeit einen Container. Dieser Container ist der Grund für zwei Wassercontainer, die nach Syrien gehen, in die ganz schwer bombardierten Gebiete, dort, wo die Leute wirklich überhaupt nichts mehr haben, wo Assad die Leitung abgedreht hat, wo die Bomben von oben hageln und fallen und wo die Leute wirklich angewiesen sind auf euer Trinkwasser. Das Trinkwasser natürlich kaufen wir nicht in Deutschland, bringen das rüber. Das Trinkwasser kaufen wir in der Türkei, direkt in der Nähe von der Grenze. Das heißt, man sollte spenden, bevor es zu spät ist, auch für so einen Zweck, denn gewisse Leute reißen sich langsam unser Leben unter den Nagel und wir haben zum Beispiel Videocutter, die sind inzwischen schon gesponsert und du musst überlegen, so ein Videocutter, der macht ein Video und am Ende des Tages, vielleicht wenn er eine große Doku macht, so wie eine Syrien-Doku oder was weiß ich, irgendeine Somalia-Doku, am Ende des Tages werden aufgrund dessen vielleicht 30.000, 40.000 Euro gespendet und stell dir vor, du hast das Programm bezahlt. Wann hast du in deinem Leben 40.000 Euro gespendet? Und es gibt, wie gesagt, noch Dinge, die offen sind. Ich konnte euch nicht alles aufzählen. Ein Beispiel dafür ist Ladenmiete, ein Beispiel dafür ist die Büromiete, also hier die Lagermiete. Und das sind noch etliche Dinge, die offen sind. Jeder kann sich bei uns melden, kann uns kontaktieren auf unseren Rufnummern, mit Mail, uns fragen, was ist noch offen, ich möchte das übernehmen. Jeder kann diesen großen Lohn mitnehmen. Und wenn wir mal ehrlich sind und überlegen, was ist eigentlich der Grund für unseren Reichtum? Der Grund für unseren Reichtum ist, ausgiebig davon zu spenden. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und wünsche euch das Beste. Möge Allah von uns und euch annehmen. Möge Allah uns recht leiten bis zum letzten Tag und möge Allah unsere besten Taten an unser Ende legen. Allahumma amin ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.